negativ. Negativ. Aber okay. Was hältst du denn davon, wenn wir dich mal Corona impfen? Nee. Warum nicht? Nee, die Mama möchte das nicht. Ja, und du? Nee, ich auch nicht. Willst du es kriegen? Wie bitte? Willst du es kriegen, die Corona? Nein. Die kriegst du aber das, diesen Winter, ne? Warum? Da kommst du nicht drum rum. Echt? Ja, das wird so sein. Ja, dann erst, wenn ich muss. Nein, nicht, weil es muss. Wenn du Corona hast, kann ich mich nicht mehr impfen. Dann musst du durch Corona durch. Ja. Das kann man damit sich nicht rausholen. Es wird so sein, dass jeder, der nicht geimpft ist und du bist eine Jugendliche, die Kontakt hat, außer du sagst mir, du bist eine Nonne und sitzt irgendwo im Kloster, nein. Geht es dann morgens ab 4 und gehst dann in den Garten und setzt Kartoffeln aus und legst dich abends wieder in dein kleines Zimmer. Nein. Die muss man nicht impfen. Aber Schüler und Jugendliche, und du hast mir eben gerade gesagt, du warst auf einer Party, keiner hat Abstand gehalten, keiner hat Masken aufgehabt. Ja. Was erwartest du in den nächsten Monaten? Dass du Corona kriegst. Ja. Also überlegt euch das mal. Wir impfen nur mit BioNTech-Impfstoff, dass da nichts Großes passiert. Und ja, du kannst danach noch Kinder bekommen. Okay. Frag mal die Frauen, die Corona hatten oder die geimpft sind und jetzt plötzlich schwanger sind. Ja. Das geht. Keine Sorge. Auch wenn bei Facebook was anderes steht. Du legst vielleicht 2-3 Tage auf der Nase, weil die Impfung halt eine Wirkung hat. Mhm. Und dann stehst du wieder auf und die Welt ist in Ordnung und du bist geimpft. Okay. Ja? Ja. Und ansonsten machen wir das ja hier. Also, du weißt ja, was ich tue. Wir impfen ja seit Mai. Und wir haben zusammen mit der Praxis in Funkstätten zusammen inzwischen 7000 Menschen geimpft. Ist also nicht so, dass du die Erste bist, die mal ausprobieren, ob das geht. Ja? Ja. Und auf der Welt sind über mehrere Milliarden inzwischen geimpft. Also das könnte man machen. Weil, du hast ja eben gerade gesagt, du warst feiern und hast keine Maske und keinen Anschlag. Mhm. Also hast du gedacht, dass ich das dann gut. Die Chancen sind gut, dass wir jetzt gerade hier Corona im Raum sitzen und wir keinen Stress haben, weil wir dagegen sind. Und uns gibt es auch noch. Na, also bis rechts mal. Ja. Und das da holst du dir mal in der Apotheke, du wirst es selber bezahlen müssen. Okay. Weil du jetzt schon zu alt bist. Ja. Nicht zu alt, aber älter als du. Und ich würde es nur abends nehmen, weil tagsüber stört es dich nicht so sehr. Mm-mm. Ja, dass die Übelkeit weggeht und trink.